So, moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die apokalyptische Zombie-Welt von 7 Days to Die. Ja, gestern sind wir ja hier in Pop und Pilz stehen geblieben. Ich habe gerade gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich die übersehen habe. Nee, haben wir gestern nicht so genau. Für uns geht's jetzt da weiter. Hier. Und Kleber. Warte mal, was brauchte ich denn? Erstmal für Klebeband. Brauchte ich doch Stofffetzen und Kleber. Dann machen wir ein Klebeband. So, und aus dem Klebeband, nachdem du das weggeschmissen hast, machst du eine Schiene. Ja, guck mal, das ist doch geil. Schiene. Und die benutzen wir mal. Dann können wir wieder vernünftig laufen. So, das ist doch schon mal ein schöner Einstieg in diese Runde. So, hallo, aufwachen. Kann ja nicht sein, dass hier keiner ist, oder? Wo ist der Trigger? Blei. Aber wir müssten eigentlich echt zum Bike, ey, aber wir sind zu tief unten. Ja gut, dann müssen wir hier mal ordentlich sortieren, welchen Loot wir wirklich brauchen und welchen nicht. Kleber haben wir ja gerade gesehen, könnte wichtig sein, ne? So, können wir hier irgendwas drücken? Nö, ne? Wäre natürlich auch cool. So, hier ist verschlossen wahrscheinlich, ne? Genau. Gut, dann geht's hier für uns weiter. Hier ist immer noch keiner. Aha. Wo? Da. Und tschüss. Einer ist ja keiner, ne? Dann fangen wir auch hier im Bad an. Würde ich sagen. Da war eh nicht viel zu holen. So. Wir haben viel zu viel Loot, aber er hat eh Hunger. Hier den Kaffee kannst du raus. Hier ist das mal. Wie zerlegste. So, wie viele Steine haben wir da? Was habe ich gesehen? Da waren nicht so viele, ne? Da kommen Steine weg, das Zeugs weg. Ach, das bisschen Schießpulver weg. Das behalten wir schön. Das sind 9 Plastik weg. Ja, Nadel und Faden, nie verkehrt. Das war nur ein Knochen, ne? Bitte ein Buch, was wir noch nicht haben. Au, ja! Ja, genau das. Motorwerkzeugtank. Da können wir unseren Dingens mit mehr Sprit befüllen. Unseren Bohrer. Der ist kaputt. Den nehmen wir aber jetzt auch nicht auseinander. Jetzt sammelt er wieder so einen Schrott hier. Gammelfleisch wollte ich ja heute nicht. Was ist hier los, ey? Keine Zombies. Das war verwunderlich. Aber gleich haben wir 4 Uhr, dann wird es wieder etwas weniger stressy. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ah, die Döschen. Ah, irgendwo für brauchen wir die. Ich glaube für Öl, ne? Ah. Na gut, zur Not können wir uns die auch einschmelzen und machen. Jetzt habe ich das Dreckswasser gerade rausgeschmissen, ne? Das kann auf jeden Fall raus. Wirkt der Kaffee noch? Nö, dann nimm doch nochmal einen, ne? So, sehr schön. Käffchen. Ja. So ein Murks hier alle, echt. Um 9 Uhr. Hä? Da war das, ja. Wo waren wir hier schon? Nö. Nö, hier ist der Endloot. Das heißt, hier gibt es auch noch mal richtig Rambazamba, oder? Bestimmt. Mal eben noch mal zu Ende gucken hier. Hier gibt es noch mal Loot. Oh ja, ein bisschen Kohle, ne? So. Ja, das ist schön.
Vollladen, da hinten sehe ich schon einen. Da. Oh fuck. Oh fuck. Hier schnell. Ey, 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 ey. Hier. Zweimal hintereinander so eine Blutwunde, echt. Oh Gott, ey. Entschuldigt, ich habe mich leicht verkühlt. Boah. So, das war ja mal wieder ein Spaß hier, ne? Das sind S doch. Ja, egal, komm. S. S, 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 Junge. Jetzt hat er sich die Hand verstaucht. Na toll. Das ist wieder so was, wo du nichts gegen machen kannst. Hört sich an, als käme noch wer. Bestimmt. Ach du Scheiße, ey. Hier musst du noch überall rumrennen. Was ist da denn für ein Blödsinn? Oh, fuck. Kann ich die wieder zumachen? Mach das wieder zu. Ich will das Elend gar nicht sehen. Okay, da geht es dann gleich für uns wahrscheinlich weiter. Oh, da hinten auch nochmal so ein Ding. Da ist ein Schlüsselkasten. Jetzt gucken wir erstmal hier so ein bisschen durch. Die brauchen wir auch nicht, ne? Wir haben es nicht so mit dem Bogen. Trink das. Ess das, schmeiß das weg, zerlegen, aber hier, ja, hab's zwar gerade weggeschmissen, aber ist dann jetzt mal Pech, ne? So, grober Schrot. Wo denn? Wer denn? Wieso denn? Was denn? Wo geht's denn hier lang? Ach, den Arzt nicht. Entruckelt, Leute, entruckelt. Das ist kein gutes Zeichen, wenn entruckelt. Wo müssen wir denn hier lang? Geht das hier überhaupt lang? Hier war, glaube ich, noch ein bisschen Loot versteckt. Ja, Muni. Ja, genau die. Die ist super. So. Ja, die kommen von irgendwo. Wir waren aber noch gar nicht da oben. Von wo kommen die denn jetzt hier wohl? Da hoch müssen wir. Da noch einen höher. Da kommen die lang. Ach ja, ja, Zeit. Soweit ich weiß, haben die Tore eine gute Haltbarkeit. Oh, echt jetzt? Ja, hier, wech den Scheiß, zerlegen den Scheiß. Aber die gehören nicht hier zu, ne? Heißt, das wird der... Eieieiei. Boah. Kein Spaß hier, kein Spaß hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Nein! Mann, alles Gelbe! Da war ich jetzt ein bisschen zu blauäugig und herzlich willkommen in meiner Hölle. Wir haben die erste Fünfer-Quest vergeigt und das aber in dem Gebäude. Ach du
ernstet nicht. So, okay. Ach, tu dahin. Alles abholen wieder. So, wir haben ja Glück. Wir haben die. Und wir haben hier von zwei. Mehr haben wir nicht. Habe ich noch eine Shotgun da drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe eine AK. Die können wir aber gar nicht mitnehmen, weil habe ich keine Dings. Ja, okay. Nützt ja nichts. Das muss reichen. So, ja, wir haben es ja zum Glück nach 0 Uhr, nach 4 Uhr. Wir müssen da ja rein. Wir müssen ja unser Krams holen, ne? Ja. Shit, ey. Das ist ärgerlich. Mann. Ich meine, ja, wir haben ordentlich Loot. Wie, dir ist kalt. Wieso ist dir denn kalt? Stell ich mal an. Ja, das Ding ist leer, deswegen können wir den schön nehmen. Den packen wir gleich schön ins Motorrad rein. Ach, ey, ernsthaft? Das ist ja ärgerlich, oder? Das ist so richtig ärgerlich, ey. Erste 5er-Quest und dann vergeige ich so. Ey, Arsch du. Aber alles Gelbaugen, ne? Aber irgendwie, da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Nee. Ich habe nur da gesehen, die kamen von rechts. Oh, du musst noch vorsichtiger werden hier, ehrlich, ey. Nicht schön so, nicht schön hier, ne? Ja, ja, hol nicht rum, da der kalt ist. Hier ist es doch. So, einpacken. Ab ins Moped damit. So. Und jetzt? Jetzt gehen wir mit der Billigknarre hier rein, ne? So, die hat auch nur 13 Schuss, weil die keine Mods hat. So, wir müssen hier hoch. Na, das meiste haben wir ja hier schon erledigt. Wird wohl noch nichts nachgespawnt sein. Irgendwo. Ich will erstmal nur mein Zeugs. Alles, was von draußen da ist, ist mir shit egal. Oh Mann, ey, das war ja jetzt wieder eine Scheißaktion, ey. Das ist doch echt ärgerlich. Guck mal, und da oben müssen wir auch noch hoch. Wir sind noch nicht mal halb durch, ey. So, hier lang. Hier. Es, wo? Albi! Wo kommen die ganzen Kollegen denn jetzt her hier? Du gehörst doch gar nicht da rein, oder? Der rutscht da schön die Treppe runter. So. So, hier unten. Ach du Scheiße, wo kommt ihr denn alle weg? Kommen die denn alle her hier? Die gehören hier alle gar nicht hin. Echt voll die Horde hier drinne. Die gehören alle gar nicht hier rein. Leute. Sollen das? Kommen die alle weg? Wo muss ich eigentlich hin? Da. Hier unten war ich auch noch nicht, ne? Oh Mann, ey. Was ein Shit hier, du. So, da geht's weiter, oder? Wissen wir mal, Rucksack dahinter. Irgendwie hier so rum und dann hier so. Ah ja, genau.
Und dann müsste er doch irgendwo da hinten liegen. Oh Mann. Ich war schon so schön weit. Ah! Wieso leben die denn wieder? Wieso sind die alle gelb und wieso? Was denn hier kaputt, ey? Ja, nein, ey! Was ist das denn? 30.000 Stück von denen! Alter! Was ist da falsch? Das ist ja verrückt! Ah. Ja, ernsthaft, ich hab doch jetzt nichts mehr. Hier, die nimm mal. Boah, ey, voll ungeschützt hier alles, ne? Ist klar. Ich hab doch nur noch die 6er Magnum hier. So, aber dann bitte mit Mod. Ja, die nehmen wir dann mal raus. Und packen die hier mal rein. Dann können wir die 3er wieder wegpacken. Munition. Wir haben nicht das meiste, ne? Oh. Alter. Was war das denn schon wieder, ey? Gibt's doch alle gar nicht. Ernsthaft. Ich habe aber gar keine Muni für eine AK. Jetzt, ja, muss ich jetzt auch noch das Fahrrad nehmen oder was? Oh Mann, ey, was ein Scheiß hier alle. Jetzt muss ich das ganze Zeugs auch noch zu Fuß machen, weil ich das Fahrrad nämlich gar nicht hier habe. Weiß nicht mal, wo das ist. Wo ist denn mein Rucksack? Da. Ja, Leute, ich hole euch gleich dabei, falls wir das überleben bis dahin. Jetzt haben wir es mal überlebt, auch wenn ich euch kurz vergessen habe, dazu zu holen. Wir hatten jetzt gerade hier noch so ein paar Monster drinne. Ja, tut mir leid, dass ich euch jetzt gerade vergessen habe, aber ich war gerade schon ein bisschen genervt davon, ne? Dass man hier so heavy stirbt. Echt, was die hier abgehen, ey. So, die kannst du nochmal zerlegen. Hier, mein Knüppel. Wo ist der denn? Wo ist mein Stahlknüppel? Alter, der war doch gar nicht mehr in der Dings. Ah, da. Okay. Puh, Stahlknüppelteile. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen sauber hier. So, und hier die Verbände. Ah, da kam eigentlich Trinken hin. Aber egal. Nehmen wir mal einen Schluck. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Da ist noch ein bisschen Interessantes. So, wenn ich das richtig gesehen habe. So, ja, ich bin überlastet wie immer. Aha. Oh. Guck doch, nächstes Mal vorher hier. Verflucht noch eins und wie stark sind die eigentlich hier? Ach, die haut mir da von unten ein rein, ey. Gibt's doch nicht. Meine Fresse hier. Alter. So, Kopfschmerz jetzt. Da will ich auch eine Schmerztablette nehmen. Ey, das ist ja echt nicht mehr zum Aushalten hier. Boah, ist die hart, ey. Die ist echt hart, ne? So, jetzt muss ich eh was trinken, weil hatte ich Schmerztablette. Oh Mann, ey. Gibt's doch alle nicht hier. Aber ich hab Kaffee. So, was haben wir denn hier? Gebrochenen Arm. Na klasse. Hab ich den Kleber noch? Ja.
Dann lass doch mal noch mal so eine Schiene bauen hier. Meine Güte, Klebeband. Mach mal 3 Stück. Ich werde wohl noch mehr brauchen hier. Schiene. So. Ja, egal. 2 ist besser als keine. Hä? Kommen denn hier welche? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ach. Da war noch mal mein Rucksack. Ja, den habe ich nicht ganz leer. Und nur ein Gelbeier hier. Echt? Da hinter der Wand. Okay. Keine Ahnung, ob ihr hier zugehört, aber ihr spielt jetzt nicht mehr mit. Ach, hier sind wir. Gut, hier wird nicht mitgespielt für euch. So. So, nu, wie komme ich denn da eigentlich rüber? Ach, hier so. Ja, ab übers Fließband laufen hier. Boah, und ich muss erst zum Bike. Nützt ja alle nichts, ne? Ich kann auch nicht die Sachen alle hier lassen. Nee, nee. So, ja, gut, das ja. Aber nee, wir müssen erstmal eben am Motorrad auspacken hier. Ich weiß gar nicht, ob ich schon komplett durch bin. Ja, die ist weg. Den Honig nehme ich auf jeden Fall. Dann esst das mal hier. Zack. Ach, die ist egal. Den können wir gerne wieder auffüllen. So, ich habe gar keine niedrige mit, ne? Na komm, wir gehen erstmal eben zum Bike hier. Ja, nützt ja alle nix. So. Gehen wir erstmal raus hier. Wo müssen wir denn dann lang? Warte. Ja, doch. Ja, ja. Ja, ich glaube hier. Ich weiß es auch nicht. Nee. Hier auf gar keinen Fall. So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Verdammt, ey. Das war jetzt aber auch wieder eine Aktion. Die kannst du nicht gebrauchen. Nee, hier kommen wir. Hier waren wir drinnen. Da kamen wir her. Dann gehen wir hier hoch. Kurz. So. So. Was war denn da drinnen? Hier ist nochmal ein Rucksack. Kannst du dann leere Glas noch eben mitnehmen? Ach so. Ne, hier waren wir noch. Hier waren wir doch auch schon. So, also, pass auf. Kurz konzentrieren. Wir kommen von hier aus hier rein. Wir kamen so hier rein. Dann müssen wir da lang, weil uns in die andere Richtung ging es ja nicht. Genau. Hier die Küche, da der Automat. Alles klar. So, dann hier lang. Richtig? Die Treppe hoch? Nee. Oder doch? Nee. Wir kommen da lang. Genau. Sehr schön. Ja, hä? Wieso gehst du jetzt die Treppe hoch? Solltest du doch gar nicht. Wir kamen von hier. Hier war das Bücherregal. Gut. Da kommen wir zurück. Genau. Was ist hier noch drin? Nix, ne? Haben wir? Hier haben wir gar nicht reingeguckt, ne? Nö. Krass. Egal. So, hä? Da hat man doch aber reingeguckt. So, dann kommen wir hier lang. Und dann? Hier, da lang. Ja, da wollte ich doch lang. So. Aha. So, oh, hier ist auch noch so ein fetter Raum. Ah, ne, hier waren wir. Wir haben nur die Kiste übersehen. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich hier voll aus dem Konzept, ne? Ja. Das eine Ding ist nicht ganz so schlimm. Aber irgendwie reingekommen bin ich schneller, ne? Warte mal. Wo? Wer bist du? Wo kommst du weg? Wieso nervst du mich?
Ah ja. Ah ja. Oha, wo kommen die denn jetzt alle weg hier? Oh Gott. So. Genau, hier war das hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn alle hier? Oh Mann. Geh mir aus dem Weg hier. Verdammter Scheißhaufen. Wo kommen die jetzt alle schon wieder weg? Alter, die ganze Stadt ist on Tour hier, ey. Schon wieder. Meine Fresse, ich will doch nur zum Bike, ey. Gibt's doch nicht. Ist doch nicht mehr schön hier, ehrlich nicht. Da springt der nächste runter. Und da ist auch ein Halbling. Meine Fresse. Wie viel kommen denn da noch? Ehrlich. So, lass mal den kurz hier. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte hier Rahmen. Rahmen formen. Nochmal zwei. Ups. Panzerglas. So, einmal Rahmen formen hier. Wo ist er? So. Ist ja schon wieder mehr los, als wenn hier Quest wäre, ne? Ach ne, wo bin ich denn jetzt hier? Ich sehe doch gar nichts hier. Sehe, dass ich Besuch kriege. Ach, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Das ist doch alles nicht wahr hier. So, danke. So. Meine Fresse, ey. Nur um hier mal rauszukommen, ne? Wahnsinn, ey. Was ich hier alle mitmachen muss, Leute. Ach, hier geht's komplett aufs Dach, ne? Ja, okay. Ich wollte doch nur zum Bike, ey. Leute, wir machen hier Sachen mit. Glaubt es nicht. Doch, ihr seht es ja. Halt, Herr Schwede, ey. Hoch hier. Ah, noch ein bisschen zu hoch. Ja, ach, guck dir das an, ey. Guck dir das alle an, du. Nee, da will ich ja nicht hoch. Und doch, doch, glaube wohl. Ja, und dann da durch die Tür. Hier durch. Ja, hier war ich doch gerade schon. Ich will da runter. Ah, die Treppe muss ich nehmen. Meine Güte. Du bleibst jetzt aber liegen, ne? Und das Huhn, das ist auch noch da. Meine Güte, ey, die halbe Stadt ist auf Tour, on Tour hier. So, das raus, das, nee. Das, nein, das nicht. Das auf gar keinen Fall, das, nein, das auch nicht. Da, ja doch, das kann ja raus. So, das, na. Das, und das, und das, und dann machen wir davon zwei Stacks raus, und den Stack raus. So, und wieder rein in die Mutze. Mann, ist das eine Action hier. Gibt's ja gar nicht, ey. So, jetzt ist das hier schon wieder 30 Minuten, aber egal.
Jetzt ziehen wir es hier voll durch. Wir ziehen das hier jetzt voll durch, Leute. Bis zum bitteren Ende. Ja, da war ja noch so viel mehr an Loot. Das muss man erstmal kriegen, ne? So, ach Gott, jetzt der mit seinen ganzen Knochenversenkungen. Jetzt hat er schon wieder Hunger. Meine Fresse, ey. Ist das ein anstrengendes Spiel, Leute. So. So. Hier unten muss ich mal aufpassen. Da sind bestimmt welche, sag ich ja. Mann. So, Ruhe jetzt hier. So, Rest vom Schützenfest. Da unten war ich nämlich auch noch nicht. So. Da will ich auch noch hin. Ja, genau. Hier. Zack. Boom. Bengel, Dengel. Da. Ey. Jo, da oben müssen wir hoch, ne? Hat er keine Ausdauer mehr? Nö, hat er nicht. Und richtig rennen kann er eh nicht, ne? Das war doof. Das war besser. Das war wieder doof. So, jetzt habe ich zwar die Dings nicht mitgenommen, egal. Also bis gleich. So, letzter Schlag hier. So. Oh, Nahrungspaket. Oh, schön. Oh ja, Spaghetti. Sehr geile Nahrung übrigens, ja. Sonst war irgendwas Cooles außerdem. Naja, okay. Kann man mit leben, ne? Ja, komm, dann nehmen wir dich jetzt auch mit. Hier ist nichts mehr drin. So, was habe ich denn gesagt? Was fehlte mir denn noch persönlich? Doch gesagt, wir sind noch gar nicht durch alles durch hier, ne? Wir waren zum Beispiel da unten in dem einen Bunker nicht. So, da geht's dann. So, genau. Ich habe mir gerade mal überlegt, ob ich nicht beim nächsten Mal, nicht einfach mal Minen mitnehme und hier die ganze Scheiße vermine, ne? Was machst du denn da? So, wo war das denn jetzt hier? Hier hatten wir noch die Kiste, ne? Da haben wir noch Sachen reingepackt. Können wir jetzt mitnehmen. Da oben ist noch Müll. So, wo war das jetzt, wo es runterging? War das da? War das hier? Jo, hier war's. So. Das will ich nämlich auch noch mal eben gucken hier. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch noch mal ordentlich auf die Fresse, ne? Egal, probieren geht über studieren. So, dann looten wir jetzt auch noch zu Ende. Und dann gehen wir runter. Und dann gehen wir raus hier, ne? Oh, ich dachte, hier gäbe es auch noch mal ordentlich was auf die Schnauze. Aber nö, wenn dem nicht so ist, dann geht es jetzt ab zum Bike. Und gut ist. So. Hier kommen, wie viel brauchen wir noch? Viel zu viel. Das lassen wir mal schön. Dann gehen wir auf den herkömmlichen Weg nach draußen. Jetzt haben wir uns denn ja freigelegt quasi, ne? Hier ist was los, ey. Hier ist was los gewesen, ne? Mann, Mann, Mann. Jo, ihr seid dabei. Wunderbar. Ich gehe jetzt aber nur noch eben nach oben. Und dann machen wir die Runde zu Ende, ne? Wenn da oben nichts Wildes mehr passiert. Weil, oh Mann, ey. Das war jetzt mal eine Action, nur. Ist ja nicht die Möglichkeit, hier irgendwo rauszukommen. Glaube ich doch bald gar nicht.
Müssen wir da echt den ganzen Weg gehen? Kann ich mir irgendwie noch nicht so vorstellen, ne? Hier gibt es doch auch noch Wege. Guck mal hier. Ab nach draußen, so ein Scheiß. Brauche ich doch gar nicht so weit hochrennen. Mann, Mann. Ah, hätte ich mir auch viel Weg sparen können, ne? Tatsächlich, ja. So, wir haben keine Ausdauer mehr. Das macht aber gar nichts. So. Ja, ich sammle hier nochmal den Loot schön für mich ein. Und dann hole ich euch morgen wieder dazu, wenn wir beim Händler waren. Die Quest abgeben können wir ja nicht. Ja, dann würde ich sagen, morgen, denke ich mal, kümmern wir uns so ein bisschen um, was wir für die Hordebase brauchen, also Munition machen, solche Geschichten. Ja, ja, ich hoffe, trotz dem Verlust heute hier, hat euch die Runde gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir auch gerne eure Kommentare da, gerade nach den Toten heute. Dürft ihr mich gerne runtermachen, dürft ihr mir gerne Kritik ohne Ende zukommen lassen. Ich kann es verstehen. Aber bleibt freundlich. Also, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.